seiner tatsächlichen Briefung hat Abgeordneter Stöger, Sie kennen als erfahrener Parlamentarier die Bestimmungen der Geschäftsordnung bestens. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Die Frau Bundesministerin Gewessel hat in ihrer Rede behauptet, den Strompreis kann man in Österreich nicht regeln. Das ist unrichtig. Der richtige Sachverhalt lautet, die Hauptversammlung der Verbundgesellschaft, die besteht aus 51% per österreichischen Verfassung aus Vertretern des Bundes, weil per Verfassung der Verbund in Bundeshand liegt. Daher kann die Hauptversammlung des Verbundes, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand die Anweisung erteilen, einen vernünftigen Strompreis, wie er kostenmäßig entsteht, zu verlangen. Man kann in Österreich den Strompreis regeln. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns mitten in der Debatte zur Stromkostenbremse. Am Wort war vorhin Energieministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Sie sagt, die Probleme des Strommarkts können nicht in Österreich gelöst werden und daher bedarf es anderer Hilfe hier in Österreich und das gelingt eben mit dem Stromkostenzuschuss, so die Ministerin.